Hallo, herzlich willkommen in der Ravensburger Eissporthalle. Heute erwartet die süddeutschen Eishockey-Fans ein ganz besonderes Schmankerl. Zu Gast ist nämlich heute das ESBG All-Star Game mit dem Aufeinandertreffen der besten Spieler aus der zweiten Liga und Oberliga der deutschen Nationalität gegen eine Auswahl von Kanadiern und anderen Ausländern aus der zweiten Liga und der Oberliga. Ja, Spannung ist angesagt und in wenigen Minuten beginnt hier der Skills Competition, wo unter anderem der härteste Schlagschütze ermittelt wird. Und das schauen wir uns jetzt einmal im Detail an und wünschen euch auch viel Spaß später bei den Szenen des All-Star Games 2007. Wie auch bei den legendären All-Star Games in der NHL startete der Abend mit Einzelwettkämpfen. Der härteste Schlagschütze sollte zunächst ermittelt werden. Mit einem Radardetektor hinter dem Tor wurde die Geschwindigkeit des Schusses gemessen. Der Finne Turo Virta entschied diesen Wettbewerb für sich. 150 km/h zeigte bei ihm die Anzeigetafel an. Und dann sollte der schnellste Skater ermittelt werden. Jeweils 5 Spieler beider Teams gingen an den Start und hier gab es einen überraschend spannenden Wettkampf zwischen 2 EVR-Spielern. Peter Kempel legte eine starke Zeit von 13:66 vor. Die interne Wette mit Kollege Mike Dolezal verlor aber der Kanadier. Dolezal umkurfte die 4 Piloten 23 Zehntelsekunden schneller. Und mit der Zeit von 13:43 gewann Dolezal, der Publikumsliebling des EV Ravensburg, auch diesen Skaterwettbewerb. Beim dritten Wettbewerb standen die 6 Torhüter im Blickpunkt. Jedes Team hatte 5 Schützen nominiert, die im Penalty die Torhüter zu prüfen hatten. Die meisten Penalties waren allesamt clever vorbereitet und zum Teil scharf geschossen. Aber dennoch war der Torhüter des Oberliga-Tabellenführers SC Rissersee nicht zu überwinden. Mark MacArthur gewann den Torhüterwettbewerb klar. Er parierte alle 5 Versuche gegen sich. Und kurz nach 19 Uhr dann das All-Star-Game. Auch wenn einige nominierte Spieler aufgrund Verletzungen und anderer Verpflichtungen absagen mussten, die rund 1700 Zuschauer sahen attraktive Spieler im Team Germany und dem Team United. Die Mannschaften wurden aus Spielern der zweiten Bundesliga und der Oberliga formiert. Mit dabei auch der Topscorer der zweiten Bundesliga, Tyson Mullock, und weitere starke Spieler wie zum Beispiel Matthias Wikström aus Wolfsburg. Das freundschaftlich und fair geführte Spiel war im Startdrittel weitgehend ausgeglichen. Beide Teams hatten zunächst hochkarätige Torchancen, bereits nach 5 Minuten dann die Führung für das Team United, der Auswahl von ausländischen Spielen der beiden ESBG-Ligen. Torschütze des ersten Treffers des Abends war Tyson Mullock von den Moskitos Essen. Es entwickelte sich ein flottes Spiel mit ständig wechselnden Führungen, mit zahlreichen Torszenen und Torhüterparaden auf beiden Seiten. So kamen die Zuschauer in der Ravensburger Eissporthalle natürlich voll auf ihre Kosten. Knapp 4 Minuten vor Ende des Startdrittels konnte das Team Germany, das mit Mike Dolezal, Petri Kujala und Markus Schütz gleich 3 EVR-Cracks aufbot, die Führung des Team United mit dem Ausgleich zum 3:3 egalisieren. Kamil Tupal war der Torschütze in der 16. Spielminute. Im zweiten Abschnitt fand sich das Team Germany in einem ordentlichen Durchhänger wieder. Das Team United mit den technisch starken Ausländern hatte hier leichtes Spiel, das Ergebnis deutlich nach oben zu schrauben. Erfreulich aus Sicht der Ravensburger Fans war natürlich die 35. Spielminute. Dion Del Monte wurde von EVR-Kollege Peter Campbell mustergültig bedient und erzielte das 8:3. Das Team Germany hatte im zweiten Abschnitt wenig entgegenzusetzen. Oftmals zeigte man sich viel zu offensiv und wollte es vor dem gegnerischen Tor zu schön machen, wesentlich konsequenter das Team United. Nur 23 Sekunden nach dem Treffer zum 8:3 erhöhte Dion Del Monte auf 9:3. Heilbronns Torhüter Danny aus den Birken konnte einem fast schon leid tun. Er musste in 7 Minuten 7-mal den Puck aus dem eigenen Tor holen. Auch im Schlussdrittel dominierte die Auswahl der besten ESBG-Ausländer. Auf das zwischenzeitliche 4:10 kurz vor Ende des Mittelabschnittes reagierte das Team United prompt. Jade Galbraith vom SC Rissersee sorgte mit einem schönen Treffer für das 4:11. Für den Schlusspunkt sorgte dann Kevin Gardner vom EV Füssen. Nach schönem Rückpass von Turo Virta schlenzte er den Puck 56 Sekunden vor dem Ende ins Netz. 4:16 war letztlich der Endstand und auch wenn sich die Zuschauer etwas mehr vom Team Germany erhofft hatten, man sah dennoch schöne Tore und attraktives Eishockey. Die Spieler beider Teams wurden anschließend mit viel Beifall in die Kabinen verabschiedet. Die Trikots wurden im Anschluss eingesammelt und wurden in der kommenden Woche beim Online-Auktionshaus eBay zugunsten der Karl-Heinz-Böhm-Stiftung Menschen für Menschen Äthiopien Hilfe versteigert.